Hallo und herzlich willkommen, Club Expertenforum. Wir haben uns hier eine wunderschöne Location ausgesucht. Wir sitzen direkt vor dem neuen, niegelnagelneuen Funktionsgebäude des 1. FC Nürnberg. Da ist alles integriert, von Jugendleistungszentrum, natürlich Präsidialebene, das Clubmuseum und auch ein Raum für die Presse. Und einer, der ist in diesem Clubmuseum natürlich vorne mit dran, gleich zwei Ausstellungspunkte immer in den Ecken, aber das ist ja auch klar. Er heißt ja auch Dieter Eckstein. Schön, dass du heute mit da bist. Hallo. Grüß dich. Hallo. Der Club Talk, wie immer, präsentiert von der Soccer Plaza Schwabach. Und wir haben schon über das Museum ein bisschen gesprochen. Zweimal sieht man dich. Bist du zufrieden, wie du dargestellt wirst? Naja, gut, also wenn man im Museum dargestellt wird, dann heißt es schon, dass man da auch für einen Club was geleistet hat. Und das macht mich schon ein bisschen stolz, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie das da in Lebensgröße, wie ich da drinne bin und auch die Statistik und wie alles aufgeführt ist, ja, macht mich schon stolz, da im Museum beim 1. FC Nürnberg dabei zu sein. Jetzt hast du leider eine Zeit beim 1. FC Nürnberg erwischt, wo die Pokale nach oben recken eher Seltenheit waren. Trotzdem ein paar Pokale stehen drin. Hättest du so eine Zeit beim 1. FC Nürnberg sicherlich auch gerne miterlebt? Ja, klar, natürlich hätte ich auch mit dem 1. FC Nürnberg gerne mal was gewonnen. Ne? Also so ist es nicht. Also ich bin mit dem 1. FC Nürnberg aufgestiegen. Das war ja auch schon was wert. Aber zum Pokal oder zur Meisterschaft hat es leider nicht gereicht. Aber es war trotzdem eine schöne Zeit. In der Bundesliga hast du für den Club immer mit die meisten Treffer geschossen. Jetzt steht da auch eine Torjägerkanone drin. Der Marek Mintal, hat er was erreicht, was du auch gerne, sage ich mal, im Clubtrikot erreicht hättest? Torschützenkönig in der Bundesliga? Ja, Torschützenkönig in der Bundesliga, das ist natürlich schon ein Highlight. Das ist, man muss überlegen, man ist der beste Stürmer der Bundesliga und dann eine Torjägerkanone zu bekommen, so wie der Marek. Das wäre natürlich schön gewesen. Mir hat es nie gereicht, bin immer knapp dran gescheitert. Aber wie gesagt, es war trotzdem eine schöne Zeit. Mit Mandy Köpke bist du so einer, der es auch den Weg über den 1. FC Nürnberg ins Nationaltrikot geschafft hat. Jetzt habe ich dein grünes Trikot da drinnen sehen. Von den Materialien, denke ich mal, die Trikotproduktion hat sich doch deutlich entwickelt. Wie war eigentlich so, mit so einem alten Leibchen noch zu spielen? Ja gut, das heißt alte Leibchen. Also damals war der Stoff eigentlich, war mir da egal. Ich war froh, dass ich den Adler da auf der Brust drauf gehabt habe. Natürlich war das Material nicht mehr, war das Material nicht so wie heute, ist ganz klar. Aber wie gesagt, es hat sich ja alles geändert. Und mir war das damals egal. Ich hätte auch mit Oberkörper und Adler auf der Brust, nackten Oberkörper, Adler auf der Brust, wäre ich da aufgelaufen. Ne? Aber wenn ich das Trikot so anschaue, es war eins, glaube ich, von meinem ersten Länderspiel, wo ich angehabt habe, da kommen schon Erinnerungen wieder ein bisschen hoch. Gibt man solche Trikots freiwillig gerne ab für so ein Museum? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es ist nicht mehr viel übrig bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eins von den letzten Trikots, wo es noch gibt. Und der 1. FC Nürnberg hat gefragt, hat noch irgendwo eins aufgetrieben und das hängt jetzt da drin. Aber ich glaube, das wird dann irgendwann, bekommt man das wieder. Die Clubhistorie hat angefangen mit dem Mann mit der Mütze, Heiner Stuhlfaut, derjenige, der in den 20er Jahren den Clubkasten immer sauber gehalten hat, fünfmal deutscher Meister geworden. Aber wenn man sich so die alten Fußballschuhe anschaut von früher, im Vergleich zu heute, wie viele Vorteile hat man da als Spieler, sage ich mal, in moderne Schluffen zu treten? Ach, das ist immer so eine Gratwanderung in der heutigen Tat mit der Technik. Mit dem ganzen Schnickschnack, alles drum und dran. Die Fußballschuhe, die wiegen ja heute ja fast gar nichts mehr. Wenn man jetzt die Fußballschuhe, wie gesagt, vom Heiner Stuhlfahrt oder vom Max Mollack anschaut, das kann man gar nicht mehr vergleichen. Das waren ja richtig hier mit Stahlkappen noch vorne drin und mit alten Noppen unten dran. Es ist schon ein Phänomen, mit solchen Fußballschuhen überhaupt früher Fußball spielen zu können. Das ist ja das. Jetzt kommen wir mal zur aktuellen Situation. Der 1. FC Nürnberg, die letzten drei Spiele nicht so erfolgreich, keine Punkte gesammelt. Die letzten zwei Spiele, da waren Abwehrfehler dabei. Haben da die Jungs die falschen Schuhe angehabt? Oder wie kann man sich solche Fehler erklären, wenn wir schon beim Schuhwerk sind? Naja, gut, also ich glaube nicht, dass die falschen Schuhwerk daran gelegen ist, dass jetzt die letzten zwei Spiele nicht so hundertprozentig alles gelungen ist. Klar, es ist eine unglückliche Situation. Jetzt zwei Niederlagen, auch jetzt die letzte gegen VfB Stuttgart war eine sehr unglückliche Niederlage. Ja, man muss gucken, dass man jetzt hier ein bisschen die letzten zwei Spiele so gut wie möglich wegsteckt und sich dann jetzt hat sich voll und ganz auf Freiburg konzentriert. Aber was macht man mit solchen Wackelkandidaten wie Pelle Nielsen, der ja die ersten drei Bundesligaspiele richtig, richtig stark verteidigt hat und auf einmal zwei solche Blackouts,
dann reagiert der Trainer im nächsten Spiel, bringt den nächsten Verteidiger und der macht letztendlich eine Doublette von dem Spiel davor. Ist schon irgendwie für den Trainer eine ganz, ganz frustrierende, schwierige Situation, denke ich mir. Ja, ich glaube, dass der Trainer da eigentlich die schwierigste Situation hat, weil er hat da sich Gedanken drüber gemacht, hat sich dann eben für den Antonius entschieden, dass er natürlich dort den Blackout hat, gleich nach 30 Sekunden. Das weiß ja der Trainer auch nicht. Wenn er das vorher gewusst hätte, hätte er bestimmt jemand anders dahingestellt. Man kann fast beide keinen Vorwurf machen. Der Antonius hat es bestimmt nicht absichtlich gemacht und der Trainer hat halt in dem Augenblick, in Gottes Namen, eine falsche Entscheidung getroffen. Aber wie gesagt, nach dem Spiel ist man gescheiter. Ja, aber wie reagiert man jetzt drauf? Kann man die beiden jetzt in den nächsten Spielen bringen oder sind die erstmal verbrannt, dass der Trainer sozusagen in seinem Kader andere Lösungen für die Situation, die jetzt ja entstanden ist, suchen muss? Ja, auf jeden Fall wird er wahrscheinlich eine andere Lösung suchen. Er ist ja nicht allein, er hat ja noch seine Co-Trainer. Er wird sich da schon mit den Jungs zusammensetzen, irgendein Konzept ausarbeiten. Was er jetzt letztendlich macht, muss man ihn entscheiden lassen. Draufhauen wird wahrscheinlich nichts bringen, weil so ein junger Kerl, der wird dann wahrscheinlich in ein Loch reinfallen, den wirst du nie mehr da unten rausbekommen. Ich glaube, er muss ihn positiv aufbauen. Er hat es nicht absichtlich getan. Und ich glaube, niemand macht so einen Lapsus absichtlich. Man muss den Kerl aufbauen, vielleicht im Training aufbauen, eventuell dann, ja, gute Möglichkeit, vielleicht dann bei der Amateure das ein oder andere Spiel mal machen lassen, dass er da unten wieder rauskommt und dann glaube ich, wird es auch in den nächsten Wochen besser. Ja, nur, man braucht ja nächste Woche auch, in Freiburg braucht man ja auch irgendwie wieder zwei Innenverteidiger. Sollte er dann so, wie er im Spiel umgestellt hat, einen Timmy Simmons, der ja eigentlich im defensiven Mittelfeld für diese Mannschaft wahnsinnig wichtig ist, dafür dann wieder opfern, um ihn dann sicherheitshalber zurückzuziehen? Oder kann er auf einen der anderen Verteidiger trotzdem irgendwo wieder vertrauen und drauf setzen? Ja gut, der Kader ist ja eigentlich so groß, dass der Trainer bestimmt für die Innenverteidigung Alternativen noch im Hinterkopf hat. Und es wäre eine Möglichkeit, aber wie gesagt, der Simmons aus dem Mittelfeld rauszunehmen, das wäre natürlich schon tödlich nett, aber es wäre halt schade, weil er halt doch sehr viele Löcher stopft. Aber wie gesagt, letztendlich muss der Trainer die Entscheidung treffen und ich hoffe, dass er gegen Freiburg die richtige Entscheidung trifft. Hand aufs Herz. Zwei Spiele hintereinander mit solchen Wacklern, mit solchen individuellen Fehlern. Hast du das in deiner ganzen Profikarriere schon mal erlebt, dass bei einer Mannschaft so viel Pech, Seuche, wie man es auch immer bezeichnen will, da am Schlappen klebt? Ja gut, also man muss ja da in der Zeit, wo ich Fußball gespielt habe, gut, es gab einmal eine Situation, wo wir auch gleich am Anfang, wir haben auch mal, ich glaube, 10 Spiele oder 12 Spiele hintereinander verloren gehabt und es gab immer Fehler und jeder darf Fehler machen in seinem Leben, auch damals bei uns hat jeder mal Fehler machen dürfen. Bei uns war halt auch damals nicht das Problem, dass wir einfach Spieler gehabt haben, die mal einen Fehler gemacht haben, aber die das relativ schnell weggesteckt haben. In der heutigen Zeit, wenn du da einen Fehler machst, wie der Antonius, ist halt das Problem, der Kader ist riesengroß und wenn du in der Bundesliga einen Fehler machst, dann wird es tödlich bestraft, entweder mit einem Gegentor oder du kommst aus der Mannschaft raus. Und dann wird das Problem sein, ob so ein Spieler noch einmal einen Fuß auf den Boden bekommt. Und das war halt bei uns früher nicht so. Wie geht man als Mannschaft mit so einem Mitspieler um? Ja gut, ich gehe mal davon aus, dass die Mannschaft auch weiß, dass der Antonius den Lapsus nicht absichtlich getan hat. Und die werden es schon aufbauen. Das ist ein junger Kerl, ist seine erste Saison in der Bundesliga. Da wird der ein oder andere werden schon auf die Schulter geklopft haben und sagen, es geht weiter. Und er muss sich durch gute Trainingsarbeit, muss er einfach den Kopf wieder freikriegen. Der Club in der ganzen Historie immer ein sehr, sehr lebhafter Verein, der immer für Extreme gesorgt hat. In den letzten 3 Jahren hat sich alles stabilisiert, ist alles wesentlich ruhiger geworden um den ersten FC Nürnberg. Jetzt dieser furiose Start, der Hoffnungen geweckt hat aus den ersten 3 Spielen mit 7 Punkten. Und jetzt das Wellental, das krasse Gegenteil, ist der Club wieder dahin, wo er mal hergekommen ist, wieder mal ein turbulenterer, unruhigerer Verein zu werden? Ja, ich glaube nicht, dass es ein turbulenter, unruhig Verein wird. Es wird eine Saison, ich habe es vorher gesagt, es wird wahrscheinlich auch wieder so eine Saison wie letztes Jahr. Ich hoffe natürlich, dass sie nicht 4, 5 Spiele hintereinander verlieren, weil das wäre wirklich dann katastrophal. Beim Club ist es so, die machen dann 2, 3 schlechte Spiele und jetzt kommen dann wieder 4 gute Spiele. Dann werden wahrscheinlich wieder 2, 3 schlechte Spiele kommen und so wird sich das die Saison hinziehen. Und letztendlich werden sie dann wieder im gesicherten Mittelfeld landen. Wie kann man sich das aber, diese Schwankungen, so innerhalb der Mannschaft erklären? 3 Spiele, wo sie wirklich richtig überzeugt haben, griffig waren, als Kollektiv überzeugt haben und dann so nach und nach, die letzten 3 Spiele, sich das irgendwie
ins Gegenteil gewandelt hat? Diese Extreme, wie sind die erklärbar? Ja gut, ich glaube, wenn wir das wüssten, also dann könnte man den Trainer darauf aufmerksam machen. Ich glaube, dass er sich selber da Gedanken drüber gemacht, wie die Schwankungen da in der Mannschaft drin sind. Man muss nur die Interviews hören von den Spielern. Die sind selber wirklich ratlos. Sie wissen auch nicht, sie haben es super statt gehabt. Und jetzt haben sie da Spiele hingelegt, die eigentlich nicht zu erklären sind. Wie gesagt, da muss der Trainer sich einen Kopf drüber machen. Wir als Außenstehende, wir können doch keine großen Ratschläge geben. Aber ich glaube mal, dass die nächsten Spiele, wie gesagt, gegen Freiburg müssen sie einfach da aus dem Tal raus. Und ich glaube, dass sie da ein gutes Spiel machen werden. Wie hast du in den letzten beiden Spielen mitgelitten als Dauerklubberer? Ja, gut, mitgelitten. Natürlich ist es schon irgendwie komisch, wenn man die ersten Spiele gesehen hat, wie sie da aus den Stadtlöchern rausgekommen sind und musste dann wirklich so zwei Hackerspiele mit anschauen. Klar tut es einem weh, aber wie gesagt, die Saison ist noch lang. Die Mannschaft ist jung, die ist noch ausbaufähig, sie lernt noch, ist eine Lernphase. Aber die kommen da unten wieder raus. Du kennst unser Nürnberger Publikum. Nach drei Spielen alles Euphorie. Schon die Träume, nächstes Jahr Europa und jetzt auf einmal das krasse Gegenteil. Das Umfeld wird unruhig, rumort. So langsam ist das eine Gefahr momentan für die Situation hier? Ja, eine Gefahr ist klar. Das Publikum beim Club ist ja immer so gewesen. Also wenn der 1. FC Nürnberg drei oder vier Spiele gewonnen hat und war dann plötzlich da am Tabelleplatz 6 gestanden, dann hat das ganze Umfeld schon wieder nach Europa geschrien. Aber ich habe es schon vor der Saison gesagt, es wird wieder so eine schwankende Saison. Drei gute, vier schlechte, dann wieder drei gute Spiele. Und letztendlich wird ein guter, gesicherter Mittelfeldplatz rausschauen. Na klar, die Fans würden sich mal wieder Europa wünschen, ist ganz klar. Aber ich glaube, das kommt noch viel, viel zu früh. Jetzt haben wir so stimmungsgewaltige Fans, die Mannschaft vor allem auch auswärts immer wieder lautstark unterstützen, nach vorne peitschen. Das Einzige, was mir so ein bisschen missfallen hat, waren die Pfiffe gegen Marcos Antonio. Einen eigenen Spieler auspfeifen geht aus meiner Sicht gar nicht. Ja gut, bei so einer Situation, wenn ein Spieler so einen Fehler macht, und er hat ja dann hinterher auch noch ein, zwei Hacker drin gehabt, dann sind die Fans natürlich unzufrieden, dann müssen sie ein bisschen Dampf ablassen, das Spiel war auch nicht so hundertprozentig. Und dann ist halt der Spieler der erste Angriffspunkt, wo er eigentlich auf dem Platz ist. Klar ist es für den Spieler immer tödlich, wenn du pro jeden Ballkontakt ausgepfiffen wirst. Aber die Fans, die wollen natürlich ihre Mannschaft gewinnen sehen. Und haben sie sich halt jetzt durch den Fehler in Antonio so ausgepickt. Aber man darf den Fans da keinen Vorwurf machen. Die kommen ins Stadion, die möchten halt ein schönes Fußballspiel, einen Sieg sehen von ihrer Mannschaft. Und wenn es halt nicht funktioniert, müssen sie Dampf ablassen. Und es war halt eher gerade in dem Augenblick. Aber macht es die Situation für Dieter Hecking nicht umso schwerer? Weil in dem Augenblick, wo ein Spieler mal so verbrannt ist bei den eigenen Fans, ist es natürlich dann auch schwierig, dem mal wieder eine Chance zu geben, vor allem vor heimischem Publikum. Ja gut, das muss man jetzt in den nächsten Wochen abwarten, wie der Antonius das jetzt alles wegsteckt und wie der Trainer mit ihm umgeht. Ich glaube schon, dass er irgendwann einmal, gut, in nächster Zeit bestimmt nicht, aber irgendwann einmal noch mal eine Chance bekommt. Und ich gehe mal davon aus, dass das ein Junge und dass er es wegsteckt und dann wird er die Chance auch wahrnehmen. Nach drei Niederlagen ein Stück, was macht man als Trainer? Du bist ja selbst auch Trainer. Wird man da lauter, wird man da emotionaler? Harte, klare Ansprachen oder packt man den Samthandschuh aus? Wie geht man da mit dieser Situation um? Ja, es kommt immer auf den Charakter der Mannschaft drauf an. Ja. Also beim 1. FC Nürnberg ist es so, dass es eigentlich eine junge Mannschaft ist. Und ich glaube, da jetzt mit dem Hammer drauf zu hauen, wäre das nicht das Richtige. Ich glaube, dass der Hecking viele Einzelgespräche suchen muss, gerade bei den jungen Spielern. Dass er das Training halt auch dementsprechend dann so einstellt, dass der Spaß ein bisschen im Vordergrund steht. Und dass er dann nach Freiburg fahren und es weiß ja jeder, dass sie zurzeit nicht den besten Fußball spielen. Und ich glaube auch, dass jeder Spieler sich da am Schopfe packt und da sich rauszieht. Und wie gesagt, sie müssen halt in Freiburg da anfangen. Inwieweit sind jetzt gerade die Routiniers, das Gerüst der Mannschaft gefragt, um Raphael Schäfer, um Timmy Simmons, um Javier Pinola? Ja, die sind natürlich jetzt am Beißen gefragt, weil die müssen jetzt halt gucken, dass gerade als alter, erfahrene Spieler die Jungen da aus dem Tal rausführen. Ja. Sie müssen jetzt halt eben die Vorbilder sein, die sie alle erwartet werden von Raphael Schäfer oder von Pinola und müssen die Jungen jetzt führen. Und ich glaube, das alte Gerüst ist steil genug, um jetzt die Jungen, auch so ein Antonio, eben da aus dem Loch rauszuholen und dass sie jetzt in der nächsten Woche wieder erfolgreicher Fußball spielen.